würde eine unvorstellbar große Macht sein, begriff die Erde zu zerstören. Was würden Sie tun? Ich würde die Staatsmänner aller Nationen zu Rate ziehen. Freunde und Feinde? Natürlich. Sie sprechen von der Zerstörung der Welt. Wir müssen alle zusammenhalten, um das zu verhindern. Sie ist bereits hier. Was ist bereits hier? Die Macht, die unsere Erde zerstört. Es gibt sie schon seit geraumer Zeit und sie wird immer stärker. Wir sind die Macht, die Erde zerstört. Wir verseuchen unsere Flüsse und Ozeane und verwandeln sie in Meere aus Gift. Wir zerstören unsere Ozonschicht. Wir hinterlassen Millionen von Tonnen von tödlichem Atommüll, ohne zu wissen, wie wir ihn loswerden können. Unsere Regenwälder werden jeden Tag um 50.000 Hektar kleiner. Der Sauerstoffvorrat verringert sich minütlich. Es geht um Macht und um Geld. Diese schreckliche Macht kann man nur aufhalten, wenn alle Führer dieser Welt und alle Menschen dieser Welt sich gemeinsam dafür einsetzen. Ihnen müsste doch klar sein, dass wir uns selbst zerstören werden. Alle Streitigkeiten müssen endlich beendet werden. Wir sind nur für so kurze Zeit auf dieser Erde. Vergessen Sie nicht die Sorge um die nächste Generation. Und die nächste. Und die nächste. Denn schaffen wir es nicht, diesen Planeten vor der Zerstörung zu retten, dann gibt es wohl irgendwann keine Nächste.